Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz-Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back. Für alle, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat Januar 2023. Was erwartet meine lieben Widder Sternzeichen, Widder Aszendent oder Widder Mondzeichen? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann Hallöchen und herzlich willkommen. Ich begrüße dich, du liebe Seele. Ja. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich kurz unten in der Infobox oder einfach, wenn du über dem Handy schaust, auf Mehr lesen klicken. Dann kannst du dir da nochmal alle Daten diesbezüglich durchlesen, wie das Ganze da funktioniert. Wenn dir das aber schon vertraut ist, du einfach mich nur noch nicht kennst, dann Hallöchen, herzlich willkommen. Entspann dich, lehn dich zurück. Wir beginnen gleich. Und für meine lieben Männerherzen, Hallöchen an dieser Stelle. Ich sage euch gleich, ich spreche hier aus der weiblichen Sicht. Deswegen einfach die Geschlechterrolle hier umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen besser harmonieren würde. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Dankeschön, meine lieben Widderherzen, an dieser Stelle an euch. Wenn du Interesse hast an einer privaten Legung bei mir, dann kannst du mich gerne über meine E-Mail-Adresse oder meine Webseite, die unten in der Infobox verlinkt ist, kontaktieren. Okay, meine lieben Widderherzen, ihr hört schon raus, meine Stimme, ich bin ein wenig noch erkältet, bin aber schon auf dem Weg der Besserung. Genau. Deswegen, wenn ihr euch wundert, warum ich so anders klinge, für meine lieben Widderherzen. Januar. Wow. Ritter der Münzen. Okay. Für meine lieben Widderherzen, für den Januar 2023. Für meine lieben Widderherzen, für den Januar. Sieben der Münzen. Also Jungfrau Stier Steinbock kommt schon mal hier durch. Januar für meine lieben Widderherzen. Drei der Kelche und der Page der Münzen. Sehr viel Münzenergie. Und acht der Stäbe. Heieiei. Widder. Sehr viel Action. Und die Herrscherin hier bei euch. Ja, Widder, das seid ihr. Die Herrscherin. Yep, das ist ja so. Januar ist spannend, aber auch langsam. Ja, weil wir haben den Ritter der Münzen, die Sieben der Münzen. Übe dich hier in Geduld, meine lieben Widderherzen. Ich sehe, es liegen hinter euch Konflikte, eine chaotische Zeit, würde ich mal sagen, Stress, Auseinandersetzungen, erschütternde Nachrichten. Aber im Januar sehe ich hier bei euch, meine lieben Widderherzen, dass es langsam hier auf dem Weg der Besserung ist, dass es vor allen Dingen auch hier langsam vorangeht. Übe dich hier wirklich in Geduld. Ja, manche Dinge brauchen Zeit, bis sie hier gedeihen, bis sie groß und stark werden. Also wenn du hier im Finanziellen keine Veränderung siehst, habe Geduld, es wird hier Veränderung reinkommen. Denn du wirst hier wachsen, über dich selber hier hinauswachsen auch, ist das, was ich sehe. Es kommt dieser ersehnte Wachstum und dieser Fortschritt. Ja, es wird kommen. Ich sehe hier mit drei der Kelche. Du kommst hier mit Freunde und Familie auch zusammen. Es gibt etwas zu feiern. Du wirst hier eine sehr gute Neuigkeit hören und dies auch feiern. Ich sehe insbesondere für einige hier ein Investment, also hier ein Stellenangebot oder eine Möglichkeit, hier Geld zu machen, eine Zusammenarbeit, ja, etwas, was dein Herz hier höher
hüpfen lässt. Für andere sehe ich, hier kommt jemand aus der Vergangenheit zurück. Ja, oder auch jemand Neues, mit dem es hier lang in der Liebe, mit dem es hier langsam vorangeht. Ja, wo ihr hier viel Arbeit und Geduld reingesteckt habt, dass es sich hier zu einer festen Partnerschaft entwickelt. Wenn du momentan in einer Partnerschaft bist, sehe ich auf jeden Fall, liegen hier schwierigere, turbulente Zeiten hinter euch. Und diese harte Arbeit, ja, weil Partnerschaft ist eine Form von Arbeit, ja, also man muss kommunizieren, ein Miteinander, miteinander arbeiten. Es ist ja eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft, ja, das ist ja schon eine Verpflichtung einzugehen mit jemandem. Und da liegen einfach viel, viel Arbeit, sieben der Münzen, aber auch damit es sich hier weiter entfaltet, eure Partnerschaft und weiter wachsen kann, benötigst du natürlich auch Geduld. Du kannst nicht erwarten, dass es sofort besser wird oder dass es sofort in die Höhe schießt. Es braucht seine Zeit, gemeinsam hier an einem Strang zu ziehen und gemeinsam hier zu wachsen. Für euch sehe ich hier wirklich eine schöne, harmonischere Zeit. Ja, aber auch, ja, wenn du hier in der Kennenlernphase bist, Textnachrichten, ganz viele Textnachrichten, ja, und du und dein Gegenüber, ihr seid beide, werdet bereit sein, um hier in diese Partnerschaft zu investieren. So, das ist so ein bisschen Liebe, weil diesen Monat mache ich keine Liebe und ich sag euch mal, was ich hier liebestechnisch auch reinbekomme. Wenn es einfach hier jetzt finanziell ist oder beruflich, sehe ich wirklich eine neue Berufsmöglichkeit, auch hier neben deinem Hauptberuf dir etwas aufzubauen mit jemandem zusammen. Ich sehe es hier als Team. Für andere sehe ich hier ein Zuwachs in einem Team mit den drei der Kelche. Ja, das wird euch alle hier begeistern. Aber du wirst auf jeden Fall hier im Januar, meine Lieben, wieder Herzen positive Nachrichten hören, was dein Herz hier schneller schlagen lässt. Gut, wir gehen über zu den Orakelkarten. Widder. Für meine lieben Widderherzen. Januar für meine lieben Widderherzen. Gesegnet, meine lieben Widderherzen, ihr werdet hier was erhalten. Ich sehe hier einen finanziellen, eher materiellen, also ein Geschenk. Ja, es kann ja auch ein persönliches Geschenk sein. Ihr seid gesegnet. Also diesen Monat, ihr werdet gesegnet. Ihr werdet was Positives hören. Ihr werdet hier materiellen Zuwachs bekommen, hier eine Aufmerksamkeit bekommen. Das ist so, was ich hier bemerke. Widder, meine lieben Widderherzen, Januar. Auch wenn ihr hier in diese Partnerschaft langsam eingeht, sehe ich hier eine Segnung, ja, hier mit der 22. Widder, Widder, Januar. Okay, wir haben hier Stabteufel, Befreiung aus der Stagnation. Ja, ihr befreit euch hier aus der Stagnation. Es wird hier weiter wachsen. Ihr seid nicht stagniert, wenn es hier eine Partnerschaft ist, allgemein, wenn du dich so festgefahren fühlst, als ob es irgendwie gar nicht weitergeht in deinem Leben. Es wird hier weitergehen, der Staubteufel verzieht sich, ja, du befreist dich hier aus der Stagnation, es kommt hier Fortschritte, es kommt hier Bewegung rein. Ich sehe hier auch einen Einfall im Januar, der hier dich bereichern wird, eine Idee, ein Einfall, etwas, was du direkt umsetzen möchtest. Ja, es wird hier eine gute Sache auf dich zukommen. Für jeden wird das hier unterschiedlicher Natur sein, aber es ist hier etwas Materielles, etwas, was du anfassen kannst, ja. Widder. Delfin, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Interessant. Wir haben hier die 1, also die 11 und die 22 kommen bei euch hier durch. Vielleicht seht ihr die Zahlen auch öfters in eurem Alltag. Der Delfin ist hier und er sagt dir, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Ja, es ist vielleicht hier auch manchmal
egal ob es in einer Freundschaft ist, in einer Partnerschaft ist oder ja, egal welche Art zwischenmenschlicher Beziehung das ist, jeder hat seine eigene Wahrheit und du stimmst deine eigene Wahrheit hier mit deiner Intuition, mit deinem inneren Gefühl ab. Ist das die Wahrheit? Das ist meine Wahrheit auch. Jeder sieht die Dinge anders, auch wenn es um eine Erinnerung geht. Denn auch wenn da alle drei anwesend sind, jeder wird seine Erinnerung ein wenig anders wiedergeben. Es wird ähnlich klingen, aber es wird anders sein. Und manche haben andere Dinge anders im Kopf, ja, weil ja, wir machen uns in dem Augenblick einen anderen Eindruck. Wir sehen die Sache anders. Deswegen ist es ja meine Wahrheit, weil ich die Sache so empfangen habe. Aber nur weil das meine Wahrheit ist, heißt es nicht, dass es nur diese eine Wahrheit gibt. Ja, es gibt einfach auch die Wahrheit deines Gegenübers. Und das ist dann seine Wahrheit. So. Meine lieben Bitterherzen. Ja, was haben wir da? Tranquility, Violett. Ich weiß gar nicht, wie diese Pflanze hier auf Deutsch heißt, aber lila wird dir hier öfters begegnen. Ich sehe es auch hier. Ja, das ist auch ein Zeichen hier an dich, wenn du das siehst. Die lila. Auch dein Kronenchakra wird hier sehr offen sein im Januar, du wirst viele Dinge über dein Kronenchakra in Empfang nehmen von deinem spirituellen Reich. Vielleicht arbeitest du hier mit der Pflanze, du kannst es mal nachlesen, aber ich sehe wirklich dein drittes Auge, dein Kronenchakra. Auch kommt hier das Sternzeichen Fische durch. Hast du Mondzeichen oder Aszendent hier in den Fischen. Muss nicht sein, kann hier sein. Das ist hier so, was ich sehe, aber lila ist so eine Farbe, die dir hier öfters über den Weg läuft und hier mit dir kommuniziert. Meine lieben Bitterherzen, Januar. Was sollten meine lieben Bitterherzen für den Januar wissen? Attachment, ja, Abhängigkeiten, ja, Verzweiflung, Sehnsucht. Ich habe das Gefühl, auch weil hier der Staubteufel ist, du befreist dich aus diesem Nest, aus dieser Falle. Du befreist dich von etwas, oh, ich muss das erreichen, auch wenn du in einer Partnerschaft bist. Wir müssen das und das erreichen oder diese Abhängigkeit. Ja, du versuchst hier mehr in die Unabhängigkeit zu kommen, raus aus dieser Stagnation, aus diesem Festgefahrenen, sich nicht befreien zu können, so dieses Gefühl zu haben, ich bin jetzt in dieser Situation und ich muss damit jetzt klarkommen. Nein, aber du sehnst dich hier nach etwas Größerem und ich habe das Gefühl, dass du wirklich anfängst zu sagen, hey, Moment hier mal, ich befreie mich erstmal hier, was mich festhält, um dann mich auf meinen Weg zu machen, ja, um mich auf meinen individuellen Weg zu machen. Und dann kommt auch wieder Bewegung rein, Fortschritt. Widder, meine lieben Widderherzen. Okay, da haben wir. Ich hoffe, drei Karten. Ein dunkler Mann. Du hast es mit jemandem zu tun, der entweder dunkle Haare hat, eine dunkle Hautfarbe hat, ja. Genau. Wir haben hier auch ein Feuerchen, ja, starke Emotionen, entweder Liebe oder Hass. Aber ich nehme hier auf, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich nehme das hier auf als etwas Positives bei euch, weil ich sehe wirklich hier, dass ihr starke Gefühle von Liebe, starke Gefühle hier von Befreiung. Also ist etwas, was dich wirklich hier glücklich machen wird. Das ist das, was ich hier höre, weil ich sehe hier in der Vergangenheit. Oh, wo war das denn? Das war hier unten im Deck. Ja? Genau hier in der Vergangenheit liegt einfach dieser Turm und diese fünf der Stäbe, diese Streitereien, der Kampf, ja, dieser verzweifelte Kampf. Und hier sehen wir auch noch mal ein Feuerchen. Und wir haben hier einen Donner.
ja, pass auf deine Wut auf, ja, auf deine Emotionen. Lass dich nicht direkt aufregen. Versuche deine Emotionen in Zaun zu halten hier vorher, so wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du etwas willst, wenn sich, du möchtest, dass sich etwas weiterentwickelt oder vor allen Dingen auch in der Partnerschaft, wenn ihr echt hart an euch gearbeitet habt und versucht, dass diese Partnerschaft hier läuft, ja, und dein Partner macht dann wieder diesen selben Fehler, wo du eigentlich schon kommuniziert hast, das gefällt dir so nicht und bla bla blub, dann sehe ich hier wirklich, ist es für dich wichtig, dass du hier dann nicht gleich an die Decke gehst und sagst, ja, da achte hier wirklich auf deine Kommunikation, habe ich hier Geduld mit deinem Gegenüber, ja, du lernst auch nicht etwas gleich und sofort, manche Dinge lernt man einfacher, manche Dinge ist einem schwieriger, das zu lernen. Man braucht einfach mehr Zeit. Und wenn dein Partner mehr Zeit benötigt oder ja, dann habe auch diese Geduld oder diese Person, besser gesagt, es kann auf egal welche Person bezogen, es muss hier nicht nur ein Partner sein. Ich nenne hier immer manchmal Beispiele. Ja, nimm das mit, was mit dir resoniert, meine lieben Widderherzen, und lass den Rest einfach weiterziehen. Ein spiritueller Ratschlag für den Januar. So. Und da haben wir, ja, verbringe Zeit mit Freunden. Ja, mache ich hier so, legt euch Tarotkartenlegungen, wenn ihr das macht, ja. Oder ja, allgemein hier eine schöne Zeit, esst zusammen, trinkt zusammen und habt eine entspannte Zeit und redet hier über eure Ziele, über eure Wünsche, da wo ihr gerade im Leben steht. Einfach hier wieder mehr mit Freunden auszugehen. Insbesondere, wenn du hier in einer Partnerschaft bist und ihr immer permanent aufeinander hockt, ist es auch hier ganz, ganz wichtig, meine lieben Widderherzen, Zeit für euch selber zu finden. Oder wenn du generell hier nicht in einer Partnerschaft bist und alleine bist, dann auch, ist es auch wichtig, mal Zeit mit deinen Freunden zu verbringen und nicht hier nur alles alleine zu machen. Geh raus. Für einige sehe ich, ihr geht aus, ihr feiert. Für andere sehe ich, es gibt hier einen Mädelsabend. Also für jeden wird es hier unterschiedlich sein. Sehr interessant, dass es hier so was durchgekommen ist. Wunder, wunder, wunderschön, eure Legung. Ja, okay, ich beende hier an dieser Stelle eure Legung, meine lieben Widderherzen. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Vielen lieben herzlichen Dank, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.